Juti, wo waren wir im letzten Stream stehen geblieben? Hier in diesem Raum. Ich erinnere mich, dass wir hier auf jeden Fall schon einige Leichen zu legen hatten. Wir müssen das Tagebuch finden. Das Tagebuch von der Edna. Die ganzen Beweise haben wir hier vernichtet. Ja, willkommen zu einem neuen Stream. Zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahme. Habe jetzt neue Augen. Weiter geht's. Ja, die Beweise haben wir vernichtet, die waren letztendlich nicht ganz so wichtig wie gedacht, aber ja, wir müssen das Tagebuch finden. Und das Rezept für die Oberen, für das Katzenfutter haben wir nach wie vor auch noch nicht. Da müssen wir vielleicht mal die Doris fragen. Ich meine, wir haben das Rezept Du nicht, schon deshalb. wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Ja, das Katzenfutter. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurückhabe, bleibt die Küche kalt. Du hast hier also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberen dabei. Kein Rezept. Ja, das ist die Sache. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Obwohl, warte, wir haben doch jetzt, wir haben doch. Müssten doch jetzt. Das Rezept haben wir. Haben wir das Rezept? Das Rezept, doch, wir haben das Rezept. Hier haben wir es doch. Du solltest. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter Okay, warten. der Ofen. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Okay, wir müssen den Ofen anfachen. Das Rezept haben wir jetzt übergeben. Das heißt, wir brauchen Einmachglas aus dem Keller und wir brauchen Feuer für den Ofen. Ja, hier sieht es auch ganz hübsch aus. Im Keller. Ja gut, der Ofen. Ich weiß nicht, wird der irgendwann mal wieder brennen? Brennende Zigarette. Der Ofen war schwarz und leer. Die Zigarette allein würde den Ofen wohl nicht wieder zum Laufen bringen. Das ist richtig. Ein bisschen was von der Kohle können wir nicht mitnehmen. Schade. Knallfrischer. Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Sorry. Ich dachte, wir können ja. Jetzt klappt's. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Sehr gut. So, jetzt brennt doch der Ofen jetzt vielleicht. Wir haben zwar kein Gefäß für das Katzenfutter, aber genau, vielleicht erstmal. Jetzt können wir doch bestimmt das Essen zubereiten. Jetzt kannst du doch. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Aha. Ja, Katzenfutter, koch doch mal. Bist du wegen dem Futter für die Katze hier? Dann habe ich schlechte Nachrichten. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Konservendose aus dem Keller. Aha. Und ein Messer braucht sie noch. Brauchst nicht zu sagen. Ich habe schon gemerkt, dass der Ofen wieder läuft. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deine Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Was ist? Hast du die Konservenbüchse aus dem Keller besorgt? Tja, dann gibt es wohl auch kein Essen für die Oberin. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, Aber wenn du ich ihr die brauche das Nachricht überbringst. Katzenfutter. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Boah, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Haben wir ihr nicht ein Messer gegeben? Wir haben noch dafür eine Kettensäge gekriegt. Wir haben noch ihr vorhin ein Pfadfindermesser gegeben und tja, Konservendose aus dem Keller. Da muss ich gerade nochmal nachgucken. Wo finde ich denn hier eine Konservendose? Hier im Schrank um die Konservendose.
nehmen wir uns doch eine davon mit. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Großartig. So, aber jetzt... Na komm. Ich war ein bisschen blind und hab die Konserven nicht gleich gefunden. Aber jetzt müsste ihr... Meine liebe Doris... Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Das klingt nach einem Rätsel. Hoffen wir es einfach mal. Okay, jetzt müssen wir uns um das Katzenfutter kümmern, was im Dingens steht. Im Lift. Also müssen wir erstmal zur Frau Oberin rein. Dafür sorgen, dass da wieder ein leerer Teller drauf kommt. Bah! Ist doch eigentlich ekelhaft, oder? Das Essen für die Oberin wird auf demselben Teller serviert wie auf dem Teller für die. Ja, gut. Geschieht ihr ja recht. Ach, da ist ja das verlorene Kind. Schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du dir das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Was, der Braten? Der Braten ist für die Katze? Na, großartig. Zigarettenstummel. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Du sollst es aber nicht essen, du sollst es auf ihrem Kopf ausdrücken. Die Katze der Oberen. Wird sie mit so einem Braten versuchen? Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Liebe Topfpflanze, lässt du mich? Oder musst dich? Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Aha, okay, dann versuche ich mal. Bitte friss mich nicht. Okay, die Blume hat mich nicht gefressen. Braten. Futternapf. Sehr gut. Aber wir brauchen den Teller. Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Oh wei. Tja, dann halt. Pflanze, hast du vielleicht Hunger? Okay, Lumpi hat gegessen. Großartig. Und das wieder ein Essen lüft. Sehr toll. Das ist das Essen der Oberen. Futter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Ach, das ist das Essen der Oberen. Aha, das Katzenfutter mit Taubengeschmack. Aha. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass die Oberen Katzenfutter ist? Die Katze den leckeren Braten bekommt? Ja, das passt irgendwie zu ihr. Haken. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Vielleicht können wir das Regal verschieben. Gemälde. Mhm, okay. Vielleicht. Tja. Vielleicht können wir der eine hübsche Kette geben, die Katze. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Ja gut, wir müssen immer noch das Tagebuch zurückbekommen. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze! Schon passiert. Die ist gefüttert, die ist satt.
Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Die ist gefüttert, die ist satt. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Die ist schon gefüttert, die ist satt. Hey, Lumpi, hast du Hunger? Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Ich bezweifle das aber nicht, dass Lumpi das essen möchte. Topfpflanze. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren Verstehe die ich. Einzigen, die ihr noch zuhörten. Ich verstehe nicht. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Hilfe. Raus können wir nicht, weil ich können wir durch den Essenslift. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Vielleicht. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts. Man nahm das. Ja. Tja. Gemälde. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Tja. Ui. Die Katze. Na, da hatte es aber jemand eilig. Das Bild ist zerkratzt. Das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Na, großartig. In diesem Moment fühlte sich Lilly noch kleiner als sonst. Ja, und jetzt? Lilly konnte nicht besonders hoch werfen, aber sie war ganz gut darin, Sachen hinunterzuwerfen. Lilly hatte mal ein Bild gesehen, auf dem eine Taube Knallfrösche im Schnabel trug. Oder was? Zumindest etwas Ähnliches. Aber spontan fiel ihr keine Möglichkeit ein, die Feuerwerkskörper zur Taube zu bekommen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen. Ballon vielleicht. Lilly sah eine gewisse Chance, den Ballon zur Taube aufsteigen zu lassen. Sie bezweifelte allerdings, dass die Taube sich davon beeindrucken ließ. Aha. Okay. Zigarette werfen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen. Ja, Lilly konnte nicht darin, besonders Sachen hoch werfen. Hinunterzuwerfen. Tja. Tja. Vielleicht können wir die Katze. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen, aber sie war ganz gut darin. Tja, da gehen mir langsam auch wieder die Optionen aus. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen, aber sie war ganz gut Was darin, Sachen hinunterzuwerfen. Hinunterzuwerfen, vielleicht können wir irgendwie... Vielleicht können wir jetzt raus und dann von oben... Vielleicht können wir irgendwie hoch und dann von oben da was runterwerfen und... Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze! Tja... Also, müssen wir auch hochklettern oder was? Ja. Das Gemälde, das sieht sehr sonderlich aus, sonderbar aus, aber... Ja. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Ja, und nun? Tja, das haben wir alles schon ausprobiert.
Lily mochte statische Elektrizität. Es erinnerte sie an das Gefühl, das sie hatte, wenn sie an ihre Eltern dachte. Was? Natürlich geht das. Natürlich, natürlich, was auch sonst. Natürlich. Knallfrische am Ballon. Und jetzt kann ich sie steigen lassen. Der Plan war heikel, aber Lily gingen langsam die Optionen aus.